Liebe Zuschauer, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Bonus, Discount und Co., dem Euwax Forum der Experten. Und das mal nicht aus der gewohnten Studioatmosphäre, sondern aus Berlin. Wir sind beim Zertifikat Award 2011. Zum 10. Mal verleiht Portfolio exklusiv das Zertifikate-Journal und die Weltgruppe nun schon die begehrte Auszeichnung für eben Anbieter und Produkte im deutschen Derivatemarkt. Eine Jury aus 34 renommierten Wissenschaftlern, Vermögensberatern und Investmentexperten entscheidet darüber, wer von den insgesamt 45 Preisen, von denen Sie hier einige sehen, eben welche bekommt. Und es gibt auch noch Publikumspreise, bei denen Sie vielleicht auch mitentschieden haben. Aber wer begehrte Preise bekommen hat, darüber werden wir Sie in den nächsten 24 Minuten informieren. Zehn Jahre Zertifikate Award, das heißt natürlich auch, es ist ein Jubiläum und das freut mich ganz besonders, den Initiator und den Juryvorstand hier bei mir begrüßen zu können, nämlich Christian Röhl. 10 Jahre Zertifikate Award, also ist ja schon eine lange Zeit. Was kann man sagen über 10 Jahre Zertifikate Award, was heißt das? Oh, wir haben das Projekt 2002 gestartet, wir hätten niemals an 10 Jahre gedacht, dass wir hier eine Tradition begründen können. Wir sind mit der Branche natürlich gewachsen, aber wir haben mit den Zertifikate Awards auch in schwierigen Zeiten der Branche die Treue gehalten. 2008 nach dem Lehman-Schock, der war ja auch im Herbst, gab es natürlich die eine oder andere Stimme, wollt ihr überhaupt die Veranstaltung machen? Das könnt ihr nicht mal. Wir haben gesagt, doch, jetzt erst recht, weil Anleger brauchen Orientierung. Wir haben die Zertifikate Awards auch damals gemacht und auch heute ist ja sicherlich keine leichte Phase. Für mich persönlich, meine Einschätzung, es ist heute noch viel schwieriger als 2008, aber trotzdem haben wir gesagt, natürlich, die Branche produziert wahnsinnig viel Ausschuss, aber es gibt so viele gute Zertifikate, so viele gute Emittenten, dass sich lohnt, ein Zertifikate-Award zu machen. Was hat Sie denn eigentlich am meisten überrascht bei der diesjährigen Preisverleihung, auch bei den Preisen, die für das Jahrzehnt vergeben worden sind? Ja, die Jahrzehntspreise waren ja für mich als jemand, der die detaillierten Juryergebnisse aller Vorjahre, aus denen sich das hier ergeben hat, kannte, nicht mehr so überraschend. Es hat mich wirklich gefreut, muss ich sagen, dass wir ein Haus ehren durften, nämlich als Innovator des Jahrzehnts mit der UBS. Ein Haus, was eigentlich momentan, wo es um die großen Paletten geht, nicht mehr so im Vordergrund steht. Aber ein Haus, das wahnsinnig viel für den Zertifikatemarkt in den letzten 10 Jahren getan hat, was sehr viele Innovationen, sehr viele neue Produkte, auch sehr viel für den Anlegerschutz hervorgebracht hat. Das war also für mich die Überraschung, dass es in der Endabrechnung doch für die UBS im Innovationsbereich gereizt hat. Das war auch, muss ich ganz ehrlich zugeben, weil die UBS viele sinnvolle Innovationen gebracht hat, bei aller Unabhängigkeit der Award, über den ich mich am meisten gefreut habe. Das werden wir 2012 erleben. Ich persönlich glaube, dass diese Zeiten leider weitergehen werden. Das heißt, wir sehen weiterhin die hohe Volatilität. Da müssen die Emittenten sehr eng am Markt bleiben. Sie müssen dafür sorgen, dass die Systeme weiterhin aktuell sind. Wir haben dieses Jahr einen deutlichen Fortschritt in schwierigen Zeiten im Handel gesehen. Es war nicht wie 2008, als reihenweise Emittenten ausgefallen sind und keine Preise mehr gestellt haben. Ich hoffe, dass das auch so bleibt, dass diese Qualität in der Preisstellung gerade bei den Hebelprodukten erhalten bleibt. Wenn die Emittenten das hinkriegen, das ist der wichtigste Punkt im Service. Ansonsten, mein privater Wunsch wäre halt, dass man ein bisschen wegkommt von dieser Eurostoxx 50 Last in allen möglichen strukturierten Bereichen. Es gibt eine ganze Menge gute Indizes, die auch beim Anleger vielleicht mal notwendig wären im Portfolio, damit man nicht immer irgendwelche Schlagseiten hat. Wenn man da etwas weitermacht, die Hypovereinsbank hat zum Beispiel einen Eurostoxx 50 ohne Finanzwerte jetzt verbrieft, darauf mal eine intelligente Expressstruktur. Das wäre so einer meiner Wünsche an die Zertifikate-Emittenten fürs nächste Jahr. Das 5. Jahr nun schon in Folge konnte die Commerzbank als bester Emittent des Jahres hier beim Zertifikate Award überzeugen und auch in 7 weiteren Kategorien konnte die Commerzbank punkten. Das freut mich jetzt bei mir, Anusche Willems von der Commerzbank als Zertifikate begrüßen zu können. Erstmal hallo und herzlich willkommen und natürlich herzlichen Glückwunsch. Ja, vielen Dank, Frau Kösser. Ja, wir freuen uns natürlich sehr, dass zum 5. Mal in Folge die Jury uns das Vertrauen geschenkt hat und wir über alle Kategorien insgesamt den Gesamtsieg erreichen konnten als bester Zertifikate-Emittent in Deutschland. Das freut uns natürlich zuallererst als Emittent, als Bank, aber natürlich auch freut es unsere Anleger, denn die sind natürlich am Ende die Profiteure davon, weil die haben den guten Service, die gute Qualität und können sich natürlich über attraktive Produkte freuen. Und das ist natürlich am Ende das Wichtigste und das darf man natürlich auch bei so einer schönen Sache nicht vergessen.
Als bester Emittent des Jahres 2011 haben Sie im Grunde dann alles richtig gemacht, kann man sagen. Und der Anleger hat sich eben dementsprechend auch gefreut. Was war es denn, was Sie richtig gemacht haben in einem doch schwierigen Umfeld und schwierigen Jahr? Na gut, das Jahr fing ja zuerst einmal sehr, sehr gut an. Das erste halbe Jahr, da haben sich auch die Anleger sehr gefreut. Wir waren ja laut Expertenmeinung auf dem Weg, ein neues DAX-Allzeithoch zu bekommen. Und dann kam die Schuldenkrise dazwischen. Und da genau in dieser Phase spielen natürlich Zertifikate ihre Stärke aus. Und das honorieren natürlich auch die Anleger. Das heißt, besonders so Strukturen wie Bonuszertifikate oder Discount-Zertifikate, die einfach weniger Risiko als der Aktienmarkt aufweisen, die sind attraktiv, die werden von Anlegern gesucht. Und da bieten wir natürlich die größte Palette in Deutschland an. Und das ist natürlich da, worauf die Anleger setzen. Und das ist natürlich schön in so einer Phase, auch wenn die Märkte in der Zeit unsicher sind. Was haben denn die Anleger besonders gesucht in dieser Zeit? Ja, so ganz klar ist zu sagen, das ist bestimmt kein Geheimnis, Sicherheit. Sicherheit steht ganz oben und viele Anleger sind verunsichert. Wie geht es weiter mit den Aktienmärkten? Wie geht es an den Rohstoffmärkten weiter? Die Schuldenproblematik in Europa, die sorgt dafür, dass die Anleger einfach zurzeit sich umschauen, ja, wie kann ich denn investieren? Das heißt, die Risikoneigung nimmt einfach ab und da sind natürlich Zertifikate ideal. Wenn ich mehr möchte als Festgeld, dann komme ich fast gar nicht an einem Zertifikat vorbei. Wenn ich dann auch noch auf die Gebühren schaue, dann werde ich feststellen, Zertifikate sind unglaublich günstig. Und das ist letztendlich der Grund, warum auch nach der Lehman-Pleite, wo alle gesagt haben, Zertifikate schwierig, die Zertifikate immer noch das gleiche Volumen haben und entsprechend von den Anlegern gekauft werden. Über was können wir uns denn im Jahr 2012 von der Commerzbank freuen? Ja, die Commerzbank wird weiter innovativ natürlich Zertifikate auch neu auf den Markt bringen. Wir haben ja gerade unsere ETCs und ETNs gebracht. Das heißt, das ist eine Besicherungsstruktur. Das zeigt auch nochmal, dass die Anleger Produkte bekommen, wenn sie mehr auf Sicherheit setzen möchten. Des Weiteren werden wir natürlich fortlaufend unsere Palette aktualisieren und besonders Zertifikate bringen, die irgendwo im Risiko angesiedelt sind zwischen Festgeld und der Aktie, sodass die Anleger sich da optimal positionieren können. Ein Emittent, der bei den Zertifikate-Awards natürlich auch immer mit dabei ist, ist die Deutsche Bank, die leider in den letzten Jahren als bester Emittent nicht punkten konnte, aber dafür dieses Jahr abräumen konnte, nämlich als Top-Emittent des Jahrzehnts. Und bei mir jetzt Matthias Schölze von der Deutschen Bank von X-Markets. Erstmal hallo und herzlich willkommen. Hallo, herzlich willkommen, schönen guten Abend. Ja, erstmal Glückwunsch natürlich zu diesem Preis, Top-Emittent des Jahrzehnts. Und es ist ja nicht der einzige gewesen, also es sind 9 an der Zahl gewesen, die Sie abgeräumt haben. Was war so der wichtigste Preis für Sie in diesem Jahr? Nun, neben des Jahrzehntspreises als bester Emittent ist für uns mit Sicherheit immer der Anleger-Service-Preis ganz oben in der Kategorie, weil er natürlich auch zeigt, dass wir sowohl beim Pricing, Stückzahl, als auch insgesamt beim Service für den Kunden hier ganz vorne dabei sind. Das haben wir jetzt schon öfter gewonnen gehabt und das ist einer der Hauptpunkte und da freuen wir uns ganz besonders, dass wir uns auch dieses Jahr wieder gewonnen haben. Viele andere noch im Bereich Hebelprodukte, Optionsscheine konnten Sie auch einen Preis abräumen. Ich kann sie hier gar nicht alle aufzählen. Wie wichtig ist in diesem Jahr das Thema Optionsscheine, Hebelprodukte gewesen oder ist es noch? Optionsscheine, Hebelprodukte ist immer einer der Kernpreise überhaupt. Das heißt, wir freuen uns ganz besonders, dass wir auch diesen Preis dieses Jahr wieder gewinnen konnten, weil es natürlich eines der Hauptprodukte überhaupt ist bei uns im Portfolio. Und ich denke, die Arbeit, die wir über das ganze Jahr gemacht haben, hat sich jetzt ausgezahlt und das hat der Anleger auch gesehen. Und dann gucken wir ins Jahr 2012. Ein wichtiges Thema, gerade auch von Anlegerseite, ist natürlich die Sicherheit und die Bonität der Emittenten. Was wird hier noch für den Anleger getan? Nun, das eine, das hatten Sie angesprochen, ist Bonität. Spielte die letzten paar Jahre schon eine große Rolle, dieses Jahr natürlich auch. Das wird nächstes Jahr noch eine höhere Rolle spielen, denke ich mal. Dann ist natürlich nach wie vor das Produktangebot, Anlegerservice, was wir schon gesehen hatten, mit Sicherheit ein ganz wichtiger Punkt. Und da werden wir sehen, ob es wieder diese hohen Volatilitäten wie dieses Jahr so kurzfristig geben sollte. Dann wird es wieder ein interessantes Jahr werden, mit Sicherheit. Also das kann man auf jeden Fall sagen. Und die Zielrichtung nochmal kurz gefragt, was ist der wichtigste Preis, auf den Sie nächstes Jahr zusteuern? Der wichtigste Preis, auf den wir nächstes Jahr zusteuern, ist mit Sicherheit Zertifikateanbieter des Jahres zu werden. Dann sage ich erstmal vielen Dank, Herr Schölze. Der Publikumsliebling schon letztes Jahr beim Zertifikate-Award war die DZ Bank und konnte eben auch hier wieder als Zertifikatehaus des Jahres überzeugen. Das freut mich, bei mir jetzt den Stefano Angioni, Zertifikate-Experte von der DZ Bank zu haben. Erstmal herzlichen Glückwunsch zu diesem Preis und es gab noch 3 weitere. Auch dazu herzlichen Glückwunsch. Wie wichtig ist denn das Zertifikatehaus des Jahres, dass man beim Publikum so beliebt ist?
Ja, ich glaube, das ist der wichtigste Preis. Wir haben im Hause DZ Bank und dank unserer Volksbank, angeschlossenen Volksbanken, 30 Millionen Kunden. Und wenn die einen zu dem Zertifikatehaus des Jahres küren, dann ist es ein Beweis dafür, dass wir scheinbar vieles richtig gemacht haben. Und das ist ein schöner Beweis. Freut uns immer wieder. Was haben Sie denn genau richtig gemacht? Was glauben Sie, was ist Ihre Überzeugung, waren 2011 genau die ausschlaggebenden Punkte, die zu dem Preis geführt haben? Also, gute Frage, aber ich würde sagen, das ist so ein bisschen zweigeteilt. Zum einen, wir haben turbulente Märkte gesehen. In diesen turbulenten Märkten standen wir nah beim Kunden mit den richtigen Produkten in der Vergangenheit. Das waren sicherlich in erster Linie Garantiezertifikate. Aber auch für diejenigen, die nicht so ganz wussten, eben wo man in den Markt investieren wollte, haben wir, wie gesagt, Garantiezertifikate diesen Kunden angeboten. Aber, das ist so die zweite Schiene, gerade für denjenigen, der Informationen gesucht hat und wissen wollte, gerade in diesen turbulenten Zeiten, ich will selbst entscheiden, wohin es gehen soll, ich will wissen, was ich jetzt, wo ich jetzt investieren soll, soll ich jetzt in einen Index investieren, soll ich in eine Aktie investieren, soll ich sie vielleicht shorten, dafür haben wir dank auch unseres Researchs und gewissen Tools Informationen gegeben, Tipps gegeben, wo sie investieren sollen. Ich glaube, letztendlich hat man das uns gedankt. Kapitalschutz und auch Aktienanleihen waren die anderen Kategorien oder zwei Kategorien, wo Sie noch punkten konnten. Aktienanleihen, was ist das Besondere an der Aktienanleihe? Also Aktienanleihe und Discount-Zertifikate, dafür haben wir einen Preis gewonnen für das Produktangebot, für das Pricing, für das Service drumherum, für den Service drumherum. Aktienanleihe ist zuletzt, oder Aktienanleihe und Discount-Zertifikate grundsätzlich ist von der Grundstruktur absolut ähnlich. Nur von dem Aussehen her, wie es einem Kunden letztendlich präsentiert wird, sind Aktienanleihen sehr beliebte Produkte, weil sie sehr transparent sind. Man kann mit Aktienanleihen für einen Kunden, der neu einsteigt in den Derivatemarkt, da kann ein Kunde sehr genau sehen, was seine Rendite ist am Jahresende vielleicht oder am Laufzeitende, einfach über einen sehr, sehr transparenten Coupon. Über einen Discount-Zertifikat muss man immer noch umrechnen, deswegen Aktienanleihen, das Besondere ist einfach die Transparenz und auf den ersten Blick zu sehen, was ich denn am Laufzeitende bekomme. Die DZ Bank also weiter beim Publikum oder beziehungsweise am Publikum dran, dann natürlich auch in 2012 wieder der Preis, der verteidigt wird? Ja, wir hoffen es. Ja. Den will ich eigentlich ungern abgeben, ja, auch für 2012, ja. Dafür dann auf jeden Fall viel Glück. Vielen Dank, Herr Angioni. Das waren nun schon einige der 45 Preisträger, aber natürlich gibt es noch mehr und die zeigen wir im zweiten Teil. Natürlich nicht alle, aber eine Auswahl. Also, es geht gleich weiter. Bleiben Sie dran.